Mahlzeit und willkommen bei Projekt Hirnfrei. Da sind wir wieder beim Vulkan und ja, muss ich dazu viel sagen? Sieht das nicht irre aus? Also so pünktlich zum Wochenstart gibt er wieder richtig Gas und zwar so richtig Gas. Also was man jetzt hier so sieht, das ist ja relativ neu für mich. Man sieht sie ja immer wieder so ein bisschen. Das ist erinnert euch mal ans erste Video. Da habe ich extra gesucht, um sowas hier zu finden und immer nur so kleine Brötchen gefunden. Und hier geht er jetzt mal so richtig aus sich raus. Hier geht's raus, hier geht's raus. Heftig, echt heftig. Was ich hier auch sehr interessant finde, ist das hier und das hier. Weil hier haben wir diese Öffnung, die diesen Strom hier erzeugt. So, jetzt läuft da die ganze Zeit Zeugs rein. Jetzt hier nicht so viel, aber trotzdem, über die Dauer wird das ja immer mehr. Irgendwann ist das Ding verstopft, dann wird hier wahrscheinlich oder hier mehr rauskommen und dann, ja, irgendwann ist der Druck dann wieder so groß, dass es hier macht, pauf. Und dann gehen hier wieder so die Schwelle ab. Da gucken wir gleich, da finden wir bestimmt was. Ihr habt es wahrscheinlich auch mitgekriegt, es gibt mindestens eine neue Öffnung, die auch immer wieder ausgast. Die ist etwa 400 Meter die Richtung, also hinten dran. Lava ist, soweit ich weiß, keiner ausgetreten bisher. Wenngleich mal in Nachtbildern, also in Aufnahmen von Webcams, die ich bis jetzt gesehen habe, wo ich aber nicht weiß, ob ich die einfach so zeigen darf, glüht es in der Nacht dort ein bisschen. Was so viel heißt, wie dort könnte sich auch etwas Lava befinden. Da bliebe die Frage, wird das Meer? Erhitzt das vielleicht eine Stelle, die dann aufbrechen und die Lava dann abfließen könnte? Würde sich was ändern, wenn er hier richtig verstopft ist, weil er dann den Druck nicht so abbauen kann? Das wird alles noch sehr interessant. Interessant finde ich aber auch, wie hier die Bäumchen beschienen werden. Das sieht man dann erstmal, was das hier für Dimensionen sind. Das ist ja abartig. Ich finde es halt. Lasst uns mal schauen. Ja. Also hier haben wir den, soweit ich weiß, ersten größten Schlot. Hier haben wir den zweiten. Hier ist der in dem Video, wo ich euch das letzte oder vorletzte Video ist, der hier ja entweder wieder aufgebrochen oder aufgebrochen. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall, wir sehen hier ist alles heiß. Hier unten geht es jetzt wieder. Das heißt, hier ist sich wohl gerade was am Sammeln. Oder es kann hier schnell genug abfließen, dass es hier nicht zur Überschwemmung kommt. Aber wenn ich mir das hier anschaue und das hier anschaue, das wird ja alles heiß. Das heißt, das habe ich euch schon erklärt, die Wärme wird von oben nach unten dann weiter durchgereicht. Dort wird es immer wärmer, dann zähflüssig, irgendwann flüssig und irgendwann reicht es nicht mehr. Also reicht die Reibung nicht mehr. Dann sagt der Eck hier, oh, ich gucke mal, was die Schwerkraft macht und macht bauf. Und was ist hier? Genau, das, was. Also die Öffnung, wo den Strom hier erzeugt. Jetzt die Frage, wie viel ist da drin? Wenn das hier reinrutscht, macht es dann Platsch und wir haben hier wieder eine Mega-Sauerei. Oder heißt es, ja, hier ist zu und hier oben haben wir mehr Spaß, weil er hier, ja, er gibt gerade richtig Gummi. Es könnte genau das sein, was ich gesagt habe, weil hier läuft alles rein. Es kann sein, dass er hier jetzt verstopft ist. Hier geht es nicht mehr raus, also geht es jetzt hier raus. Das irgendwie von dort hinten. Das heißt ja immer wieder, dass auch Erdbeben im Süden sind und so, dass es eventuell von dort die Magma überhaupt aufsteigt, dass die zuerst hier vorbei rennt. Hier geht nichts. Also geht der Druck jetzt hier raus. Die Öffnung ist dafür dann aber jetzt nicht groß genug. Das heißt, es flitzt hier raus und es ist noch genug Druck da, dass auch er hier Gas gibt. Oder umgekehrt, dass er hier Gas gibt und ja. So irgendwie könnte ich mir das vorstellen. Ich bin allerdings kein Vulkanologe. Es ist nur blanke Theorie. Mal schauen. Ah, oh, da geht es ja schon los. Oh, da müssen wir eigentlich gar nicht so weit spulen. Moment. Warum macht er denn jetzt das? Und es läuft weiter rein. Und es läuft weiter rein. Und da passiert jetzt auch was. Seht ihr es? Irgendwas geht hier gerade los. Und er hier wird auch irgendwie heftiger. Und er hier wird heftiger. Was auch spannend zu sehen wird, hier wird ja auch alles heiß. Und von der Schräglage her würde ich jetzt mal sagen, das ist, hier geht's abwärts.
Also könnte ich mir gut vorstellen, dass irgendwann so der Eck hier auch davon schmilzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann da ein Haufen Zeug rauskommt. Und das fließt dann in eine Richtung, die bisher. Ja, oh, da liegt ein Riesenbrocken drin. Guckt euch das an. Der verstopft definitiv. Und hier steigt es schon. Seht ihr? Oh, weh, weh, weh. Und er verstopft. Das sieht man ja mal richtig schön, wie er jetzt hier den Weg verstopft. Jetzt bricht er, glaube ich, auseinander. Nein, er klemmt. Jetzt staut sich da hinten. Das Irre an der Sache ist ja, wie schnell das geht. Weil man muss immer überlegen, hier, man sieht es jetzt nicht so gut, aber das hier ist ein Baum. Mit so Baumhöhe. Vergleicht man das jetzt mal mit hier oben. Also meine Badewanne ist nicht so schnell voll. Gleich schwappt es über. Und die zwei hier haben auch Spaß. Oh je. Dann sieht man auch, warum, wie der Strom hier zustande kommt, weil der schwappt hier jetzt auch gleich über. Jede Wette. Obwohl, er könnte es vielleicht hier noch schaffen, alles ablaufen zu lassen, bevor es hier rüber geht. Werden wir sehen. Aber wenn jetzt hier noch was reinfällt, und hier fällt hier jede Menge rein. Total irre. Und diese Größe, guckt euch das an. Da ist mal richtig Druck dahinter. Also ich bin nach wie vor sehr begeistert von dem Vulkan. Und seit die Vulkanologen gesagt haben, er macht einfach, was er will, er ist äußerst unberechenbar, wenn gleich auch noch im Rahmen. Also da ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, oh je, oh je, oh je, das wird aber gefährlich. Oder irgendwas in der Richtung. Und nein, es kommt auch nicht zum Weltuntergang. Das ist keiner von den apokalyptischen Reitern. Nein, ist er nicht. Dafür ist er viel zu klein. Nach dem, was ich jetzt so gelesen habe, reicht das, was hier rauskommt, noch nicht mal um die... also es ist nicht genug Asche, um irgendwie die Temperatur auf der Welt zu senken. Oder nur in Europa oder wo die... Ja doch, eigentlich müsst ihr... Wenn es von hier in die Richtung... Na, da geht es eher Richtung... Na, da kriegen wir eigentlich gar nichts davon ab. Da habe ich jetzt eben auch gehört, dass einige gesagt haben, der stößt jetzt so viel Asche aus und das alles, das legt sich dann über die Atmosphäre und kühlt die Erde ab. Das wäre also die Antwort der Natur auf die Klimaerwärmung. Wo ich dann sage, ja, ist klar. Deshalb sind ja auch damals die Inseln entstanden, weil die Erde gesagt hat, die Temperatur wird zu hoch, wir müssen mal die Heizung an, die Klimaanlage anmachen. Ja. Aber guck mal, wie das hier läuft. Guck mal, wie das hier. Alter, meine Güte, ist der toll, der Vulkan. Echt, ich bin begeistert. Und ich sage ja schon länger, der da, da geht es jetzt erst richtig los. Und ich scheine ja damit recht zu haben. Was zeigt er uns denn noch Schönes? Ja, hier beleuchtet er nochmal die Bäumchen. Es ist total irre, vor allem, weil ich immer noch sagen muss, das ist ein Stein, das ist Stein. Kein Wasser, das ist Stein. Total irre. Was mich mal interessieren wird, das muss ich mich mal schlau machen, das ist, was immer diese schwarzen oder dunklen Streifen im Lavastrom sind. Die sehe ich überall, nur wie die zustande kommen, verstehe ich nicht. Gut, aber das da ist jetzt schon fast 12 Stunden her. Wie sieht sah es dann weiter aus die Nacht? Ah, da haben wir noch so einen Spaß. Das ist schon der nächste Ausfluss. Also ist das, wie ich mir das denke. Hier läuft die ganze Zeit Zeug rein, ist verstopft, irgendwann ist Druck zu hoch, dann macht es blaupf. Interessant ist aber jetzt, er hier ist weg. Macht Päuschen. Das würde mich echt mal interessieren, wie das zustande kommt. Ist er jetzt hier offen genug? Kann jetzt hier genug Druck raus? Oder kommt hier genug Druck raus? Ich würde echt mal gerne da reingucken, um zu sehen, wie die Kanäle hier laufen. Was man ja aber auch mal nicht vergessen darf, das habe ich bisher auch so in noch keinem Video gehört. Das Zeug ist hier nicht nur hier oben heiß. Das ist ja der ganze Weg von unten
ist das heiß? Das heißt, dort ist alles heiß. Die ganze Umgebung. Das heißt, dort schmilzt auch alles. Stück für Stück. Das heißt, es wird auch immer breiter. Und man kennt ja das mit der Schwerkraft. Egal was locker genug ist, dass die Schwerkraft es packen kann, es geht abwärts. Das heißt, ich gehe auch mal stark davon aus, dass da unten auch Material ist, was auch mal nach unten fällt, wenn dann größerer Brocken oder sowas abgeht. Oder der wird mit nach oben geschossen und verstopft dann irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Und hier ist, hoho, ist hier was los. Ich möchte mal nochmal die Größenverhältnisse anmerken. Das ist ein Baum. Und man weiß ja, wie groß so ein Baum so im Schnitt ist. Und ja, ich glaube, das sind Kiefern hier oder so. Und wenn man das jetzt mal hier daneben hält, dann sieht man mal, wie groß das hier eigentlich alles ist. Vor allem, das ist ja auch noch weiter hinten dran. Das heißt, es ist ja noch größer. Und dann, hier geht es jetzt gleich aufwärts. Absolut spektakuläre Bilder. Da kann mir jeder sagen, was er will. Ja, ich habe irgendwie was im Hals. Stört euch nicht dran. Oder haben die ein neues Symbol? Achso, nee, es ist ja die Fauler Palma. Ist ja gar nicht Kanaria. Echt der Hammer. Wie das hier aussieht, wie eine Riesenblase. Guck mal, wie viel Material da rauskommt. Total irre. Also ich habe ja einige Zeit auch im Stream bei Island da reingeguckt. Das sah ja hier und da auch ganz lustig aus, gerade auch nachts, aber das Teil übertrifft ja echt alles. Ich bin mal gespannt, wie viele Bildbände und das alles von dem Ausbruch hier rauskommen werden. Aber wenige werden es bestimmt nicht. Lass uns mal gucken, ob wir sonst noch was Spektakuläres finden. Das hier sieht doch interessant aus. Guck mal, wie viel er hier schon wieder auswirft. Es fällt alles hier drauf. Und hier wird jetzt auch alles... Guckt euch mal den Brocken an. Oder waren das... Ja gut, der zerflattert wahrscheinlich auf dem Weg nach unten. Hammer, echt Hammer. Und wie gesagt, das hier wird alles heiß. Heiß heißt, es wird immer mehr vom... Festen in den flüssigen Zustand versetzt. Weil hier ist ja ein Energietransfer. Ja, hier gibt ja auch noch schön Gas. Hier läuft es jetzt auch runter. Seht ihr es? Da hinten sieht man es nicht, zu viel Rauch. Aber hier läuft es jetzt auch runter. Immer alles hier rein. Er verstopft sich also immer selbst. Was ich auch sehr beeindruckend finde. Und ja. Wie gesagt, hier wird alles... Also, meiner Meinung nach muss hier irgendwas noch wegrutschen. Die Frage ist nur, wann. Nächste Frage ist, gut, es kriegt die Temperatur von hier und von dort hinten. Von dort hinten wahrscheinlich nicht mal ganz so schlimm, da müsst man reingucken, um das genau sagen zu können, weil da flitzt es zu schnell vorbei. Da flitzt es raus und kommt dann hier erst zum Landen. Gut, da hinten wird es natürlich auch warm, aber jetzt nicht so, wie wenn es hier die ganze Zeit drauf liegt. Trotzdem ist dieser Eck hier, der wird gerade dauerheiß. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo auch hier das alles so zähflüssig wird, dass die Schwerkraft es nach unten ziehen kann. Das ist Physik. Das ist kein Hexenwerk. Und ja, ich bin mal gespannt, wann es so weit kommt. Ist die Frage, kann der Untergrund das alles, also der Untergrund und Umgebung, das, was hier rausgeflogen kommt, so schnell abkühlen und so schnell Wärme hier unten aufnehmen, dass es eben nicht abrutscht, dann wächst hier einfach nur der ganze Berg. Und ja, mir fehlen leider die Größenangaben, weil mal ist die Kamera dem Fokus, mal ist die Kamera auf dem Fokus, mal steht sie hier, mal steht sie dort. Ich persönlich würde sagen, der Berg ist schon ein guter Eck gewachsen, weil, wenn mich nicht alles täuscht, war er hier mal relativ dicht beieinander. Ich kann es aber eben nicht beschwören. Ich müsste mal da Bilder raussuchen, müsste dann auch gucken, ob die
gleiche Perspektive haben und habe ich alles nicht, kann ich so jetzt alles nicht, mir mangelt es da auch ein bisschen an Zeit. Eigentlich habe ich auch gar nicht die Zeit, um die Videos hier zu machen, aber ja, das ist, ich bin der Meinung, in den meisten Kanälen wird viel zu wenig drauf eingegangen, was das hier eigentlich für spektakuläre Bilder sind. Da wird hauptsächlich drauf eingegangen, wie viele Häuser gerade zerstört werden wurden und wie viele Leute um ihre Häuser bangen, wie viele ihre Häuser und Arbeitsplätze verloren haben und so. Dass dieser Vulkan einfach nur der Hammer ist, das kommt da ein bisschen zu kurz und deshalb mache ich diese Videos. Damit wenigstens einer mal sagt, boah, ist das geil. Könnt ihr mich für kritisieren, tut euch keinen Zwang an, ich mache es trotzdem. Denn wir leben ja in einem Rechtsstaat und ihr habt das Recht, meine Videos einfach nicht anzugucken. Und die sie doch angucken, ich hoffe, ihr seht das genauso, dass das hier einfach nur einmalige Bilder sind. Die man auch mal bewundern darf, weil, ich sag's auch gerne nochmal, es ist bisher noch kein Leben zu Schaden gekommen, zumindest mal noch keins, von dem ich gehört hätte. Bäume, ja, eventuell einiges an Tieren oder so, die da unten mal gewohnt haben, das weiß ich aber alles nicht. Und es ändert auch nichts an der Tatsache, was das hier für ein grandioses Bild ist. Allein, wenn man sich hier, das ist ja so ein wie ein Canyon, der sich da mittlerweile reingegraben hat. Und der sieht echt Hammer aus, finde ich. Okay, was haben wir denn hier noch? Haben die Kamera gewechselt? Ah, ne, das ist jetzt auch interessant. Guck mal, wie das jetzt schon wieder runtergekühlt ist hier. Aber guck mal, hier hinten fliegt auch Material raus. Das kommt von hier. Das heißt, hier wird es auch warm. Ja, aber er hat sich hier jetzt mal wieder ein bisschen beruhigt. Aber ich kenne ihn ja. Der gibt gleich wieder Gas. Oder? War es das für die Nacht? Nö. Hier haben wir den hinteren, der voll aktiv ist. Hier brodelt es auch. Jetzt ist das, wo ich ja schon angedeutet habe. Er hier lässt hier nichts mehr reinfallen. Jetzt kommt hier ganz normal raus und fließt hier seinen Weg. Ich finde das echt beeindruckend. Das scheint es auch gewesen zu sein für die Nacht. Ja, hier wird es dann schon wieder hell. Gucken wir uns das Ganze mal nochmal ein bisschen im Hellen an. Weil, ja, das ist jetzt hier fauler La Palma. Das ist, die haben eine andere Perspektive. Also kann ich jetzt nicht sagen, guck mal, hier ist jetzt ein Stück dran. Weil, ich glaube, Radio, Television, Canaria filmt mehr von hier. Können wir gleich mal reinschauen. Oder eher so von hier. Aber trotzdem, wenn ihr mich fragt, ist hier alles munter am Wachsen. Gut, aber kommt. Schauen wir mal gerade bei Canaria rein. So sieht das Ganze von dort aus. Achso, Moment. Hier sollte ich noch auf Pause schalten, sonst habe ich Doppelsound. Ja, hier sieht man jetzt, wo man, ja, also TV La Palma guckt von hier rein, wo man dann die Rinne hier sieht, und TV Dingsbums Canaria von hier eben. Wobei man das hier dann besser sieht, finde ich. Und man sieht dann auch mal, wie hoch das hier kommt. Weil hier muss ja gleich auch noch ein Schwall rüber. Und also, er hier sorgt euch dafür, dass hier ringsrum alles heiß wird. Aber man hat, wie man jetzt beim Dings gesehen hat, das kühlt auch alles ziemlich schnell wieder ab, weil ich meine jetzt hier, 3,5 Stunden später, kommt hier nichts mehr. Also, dass man im Abrutschen könnte doch noch, wie soll ich sagen, könnte sich doch noch etwas hinziehen. Aber ich habe das Gefühl, die Aufnahmen bei TV La Palma sind besser. Ja, aber das ist ja das, wo ich immer wieder sage. Der Vulkan ist nachtaktiv. Hier, Sonne geht auf, er geht schlafen. Und wenn ich es jetzt mal auf live schalte, er raucht vor sich hin, er macht Palaver, aber sonst passiert nicht viel. Aber wartet mal die Nacht ab. Gut, nee, heute über Tag, also
Ich schätze mal, heute so im Laufe des Vormittags gibt es wieder Beben. Und irgendwann so gegen Nachmittag, Abend gibt er dann wieder Gas. Jede Wette. Jetzt bin ich auch mal gespannt, die Lava, also diese neue Lava, dieser neue Lavafluss ist nicht mehr weit weg vom Meer, soweit ich weiß. Vielleicht ist er auch schon drin, da habe ich aber noch keine Bilder. Der baut ja dann wieder eine neue Insel. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, reicht das, dass die sich vereinen können? Oder gibt es da einfach nur nochmal so eine neue Langzunge, also so ein Lavadelta? Das wird interessant, finde ich. Und von DTube kamen E-Mails. Ich habe mal nachgefragt. Ja, es sind dann, die schreiben tatsächlich E-Mails, weil das mit den Kommentaren dort komisch ist. Und wo mich dann jemand gefragt hat, ja, wie das jetzt dort, ob ich weiß, wie das ist mit den Bewohnern dort. Ich habe es dann auf verschiedene Kanäle geschickt, aber die sind alle nur auf YouTube und die sind keine YouTuber mehr. Die haben YouTube den Rücken gekehrt, weil Werbung und was weiß denn ich nicht noch alles. Auf jeden Fall, die können dort schlecht reingucken, also habe ich die Frage, soweit ich das kann, beantwortet. Und zwar, ja, es gibt dort natürlich einen Haufen, die evakuiert werden mussten. Es gibt einige, die um ihre Häuser bangen. Es gibt dann andere, die wohnen nicht in ihren Häusern, sind aber sehr oft dort, um die Dächer und das alles von Asche zu befreien, damit dort nichts einstürzt. Von den ganzen aber mal abgesehen, es gibt noch andere Ortschaften auf dieser Insel. Ich weiß aber jetzt im Echsten nicht wirklich, wie die heißen. Ich weiß nur irgendwas Tassakorte. Das ist dort unten am Meer. Dort ist auch der Hafen. Und ja, das ist also dort die Richtung, wo auch die Lava fließt. Also die fließt jetzt nicht direkt dorthin. Aber eben von dort aus sieht man das alles. Und so wie ich das jetzt schon aus einigen Kanälen mitgekriegt habe, dort geht das Leben ganz normal seinen Weg. Die Leute gehen arbeiten, die gehen essen, die gehen einkaufen, die fahren in der Gegend rum, die sitzen da und genießen noch das schöne Restwetter, was da so ist. Und also es ist jetzt wirklich nicht so, dass auf dieser ganzen Insel die Leute nur noch panisch da rumrennen und sagen, der Vulkan bricht aus. Nein. Das sind Leute, die sogenannten Palmeros, also die dort wirklich schon seit ewigen Zeiten leben, bricht eben Vulkan aus. Kommt da in meine Richtung? Ne, der doch nicht. Ah ja, alles klar. Lass noch mal, der gibt sich auch wieder. Die, ja, die auf der anderen Seite von der Insel, soweit ich weiß, kriegen die noch nicht mal die Geräusche mit. Vielleicht rumpelt hier und da mal die Erde, aber die, ja, für die ist das. Es regnet schon wieder schwarz. Aber ansonsten. Und ich möchte es auch ganz gerne nochmal sagen, er hier ist jetzt immer noch ein kleiner. Er macht hier eben seinen Job, also etwas Insel vergrößern. Aber ansonsten ist er genau genommen eigentlich total unspektakulär. Wenn nicht überall die ganzen Webcams da drauf wären, wo man den ganzen Tag verfolgen kann, ich verwette wirklich so ziemlich alles, dass er mehr oder minder so eine Randnotiz wäre. Weil, wie gesagt, es sterben keine Menschen, dass so und so viele Häuser zerstört sind und so, das kann jetzt mittlerweile auch jeder singen. Vielleicht macht er noch ein paar mehr kaputt. Ich habe auch gesehen, was ich ja total krass finde, das erzähle ich noch, dann mache ich Schluss für heute. Schon wieder dann bei einer halben Stunde. Ich wollte nur kurz machen. Auf jeden Fall. Oh, Moment, ich mache uns schönere Bilder. Das da ist hier nicht so toll. So, was wollte ich sagen? Ja. Ich habe jetzt an einigen Kanälen und auch so, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die das mitgekriegt haben. Dort ist ein Supermarkt abgebrannt in, ich habe keine Ahnung, Los Llanos, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dieser neue Lavastrom hat einen Supermarkt zerstört. Supermarkt, kriegt man Lebensmittel? Wichtig für die Menschen.
Die müssen dann jetzt in andere Regionen fahren. Ja, es gibt immer noch genug Essen da, keine Angst. Nur weil ein Supermarkt abgebrannt ist, werden die nicht verhungern. Zumal es gibt ja Bananen dort. Und, ich habe zwei Anekdoten. Also, ich hau die mit der Banane noch kurz dazwischen. Und zwar, die Bauern, die dort jetzt ihre Bananenplantagen haben, wenn man die fragt, was hier, wo ihr Problem mit dem Vulkan ist, heißt es fast immer nur, die Asche zerkratzt die Schale, dann wollen die Kunden das nicht mehr. Ich habe noch keinen gehört von wegen, der bedroht meine Plantagen. Nein, die haben alle nur Sorge, dass die Asche verkratzt, dass die Asche die Schalen verkratzt und dass der Kunde die dann nicht mehr will. Ganz ehrlich, sind wir mittlerweile echt so versnoppt? Wenn dann eine Macke in der Schale ist, das ist mir doch egal. Ich esse hier das Zeug drin und nicht die Schale, nur weil es nicht gut aussieht. Hallo Leute, ihr müsstet mal mein Auto sehen. Das sieht von außen total kacke aus, ist technisch aber einwandfrei. Kommt über den TÜV und alles. Ist es jetzt ein schlechtes Auto, weil es außen nicht toll aussieht? Ist eine Banane deshalb scheiße, weil sie außen verkratzt ist? Die werfen das weg. Wunderbar nahrhaftes Zeug, wo nichts dran ist. Werfen die weg, weil die Schale kaputt ist. Okay, nee, ich reg mich zu viel auf. Ich kann es eh nicht ändern. Gut, also wie gesagt, ich unterhalte mich mit Leuten und so und auch in den anderen Kanälen. Dass dieser Supermarkt abgebrannt ist, ja, hat hier und da jemand mitgekriegt, das wird auch mal erwähnt. Aber dass der Fußballplatz kaputt ist. Die Lava hat den Fußballplatz halb eingenommen. Hä? Jetzt ganz im Ernst. Man soll wegen der Asche sowieso nicht so viel sportlich aktiv sein. Aber wenn da ein Fußballplatz kaputt ist, dann ist ein Fußballplatz kaputt. Was genau ist da jetzt lebensnotwendig dran? Ich meine, ich sage ja auch nicht, ich habe kein Brot mehr, ich muss noch schnell zum Fußballplatz. Nee, da geht ein Supermarkt kaputt. Supermarkt. Aber das Lava auf dem Fußballplatz liegt, da regen sich die Leute drüber auf. Wo ich nur denke, ich habe irgendwas nicht. Irgendwas habe ich falsch verstanden. Irgendwas läuft hier total schief. Irgendjemand läuft in die falsche Richtung. Entweder die oder ich. Und da wir mal davon ausgehen, es heißt ja, guck mal, da haben wir aber was Schönes eingefangen. Guck mal, da läuft es von allen Seiten rein. Und hier sieht man den Kanal. Ja, so geil. Ich finde es echt nur der Hammer. Da unten scheint wieder ein Bäumchen zu fackeln. Auf jeden Fall, es heißt ja, wenn die ganze Welt A sagt und ich sag B, dann könnte man davon ausgehen, dass ich als Einzelstimme falsch liege. In dem Fall liege ich ja falsch, wenn ich sage, der Supermarkt hat doch einen höheren Stellenwert als ein Fußballplatz. Aber dadurch, dass wirklich fast alle, mit denen ich mich bisher unterhalten habe, sich über diesen Fußballplatz aufregen und das mit diesem Supermarkt so am Rand mal erwähnen, liege ich ja falsch. Also, ja, Gott, wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich habe dann den großen Fehler gemacht und in einen Chat reingeschrieben, dass die Lava ja eigentlich nur Fußball spielen will. Weil sie belegt ja nur eine Hälfte vom Dings. Aber es geht keiner hin, der mitspielt. Oh, da war was los. Ich wäre ja mal wieder der absolute gefühlskalte Mensch und ich hätte keinerlei Empathie. Hier geht's um einen Fußballplatz. Nicht um ein, ein Tierheim, wo jeder die Tiere zurückgelassen hat. Nein, es geht um einen Fußballplatz. Ich habe mich erdreistet, einen Witz über einen Fußballplatz zu machen. Und selbst wenn das irgendein Traditionsfußballplatz ist, es ist nur ein Fußballplatz. Wenn die Sache hier rum ist, baut man irgendwo, wo Platz ist, einen neuen. Ja. Ich meine, ich muss es wissen, ich bin Saarbrücker. Und vielleicht habt ihr es mitgekriegt, aber was da mit unserem Stadion da passiert, das ist, sogar ich kriege es mit und ich habe mit Fußball echt nichts am Hut. Das ist so ein bisschen, der Berliner Flughafen in klein. Und es ist nur ein Fußballplatz. Genau wie hier. Also, ich verstehe diese ganze Aufregung nicht. Es gibt doch echt... Zum einen kann man sich über so spektakuläre Bilder, wie wir sie jetzt hier haben, echt... Ich kann mich da richtig drüber erfreuen. Ich könnte das jetzt noch stundenlang weiterlaufen lassen. Und wenn ich mich nicht gleich dazu zwinge, abzuschalten, werde ich das auch tun. Dann wird das ein unheimlich langes Video und ihr fragt mich am Schluss, ob ich noch alle am Frischbämchen habe.
Oh, da war eine Explosion, habt ihr das gesehen? Wo hier gerade so wieder viel Druck, aber er verstopft sich hier auch wieder und er da hinten macht auch nichts. Also ich würde das ja echt mal gern so im Querschnitt, so einmal durchschneiden. Hat jemand ein großes Messer? Einmal quer durch, bitte. 11 Wellen wäre vielleicht eine Idee, aber die darf man ja nicht einsetzen. Was macht Harp gerade? Kann mir jemand gucken, ob Harp, ob die gerade Kapazitäten frei haben und hier mal reinleuchten können? Fände ich cool. Gut, egal. Auf jeden Fall, meines Erachtens nach gibt es doch echt wichtigere Sachen oder beeindruckendere Sachen wie einen Fußballplatz. Aber ihr wisst, hier gibt es Kommentarfunktion. Haut mal rein, was ihr davon denkt. Ich meine, ich habe ja jetzt tatsächlich auf meinen Vulkan-Videos habe ich ja ein paar Views. Ich kriege sogar Daumen nach oben, auch einen Daumen nach unten. Das ist in Ordnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige der Meinung sind, warum zeigt ihr mir das? Das kann ich mir auch als Live-Video ohne sein blödes Gequatsche angucken. Stimmt, ja. Auf anderen Kanälen gibt es die Bilder auch. Wahrscheinlich sogar mit deutlich fundierteren Aussagen. Ist auch richtig. Aber wenn ich es bei mir gucke, finde ich es auch toll. Und ja, wie gesagt, es sind ja jetzt mittlerweile ein paar. Da unten gibt es, wie gesagt, dieses Kommentar-Ding, wo man da was reintippen kann mit Tastatur. Das ist ja Buchstaben und so. Sagt mal, was ihr dazu meint. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Video.